Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Videoserie zu Synology Drive 2.0. In diesem Teil gehen wir auf die neuen Features ein, die mit Drive 2.0 Beta released wurden und zeigen diese dann auch in einer kurzen Live-Demo. Um das Ganze etwas ansprechender gestalten zu können, habe ich mir eine fiktive Beispielsfirma ausgedacht, wobei es sich um die Organic Food AG handelt. Hier wird bereits fleißig mit Synology Drive gearbeitet, unter anderem unser Synology Office Paket. Der zentrale IT-Administrator verwendet hierbei die Admin-Konsole, um beispielsweise verschiedene Synchronisierungsberechtigungen zu verteilen. Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach deren Produkte wurde es notwendig, dass zwei weitere Niederlassungen im Geschäftsgebiet etabliert wurden. Dabei bekommt jede Niederlassung sein eigenes NAS, welches dann per ShareSync mit der Zentrale synchron gehalten wird. Zusätzlich wurde aber auch ein externer Vertrieb notwendig, also wurde dieser auf die Beine gestellt und kann nun auch bequem von unterwegs auf die aktuellsten Dateien zugreifen, dank der mobilen Apps und natürlich dem Webportal, welches sowohl per Quick Connect als auch per dünn-DNS erreichbar ist. Im weiteren Verlauf wird der Vertrieb durch den Vertriebsmitarbeiter Karl vertreten, welcher uns immer ein paar Kommentare dazu geben wird, wie er die neuen Funktionen bei sich im Unternehmen verwendet. Karl als Vertriebsmitarbeiter muss jede Menge Reporting tätigen, um Vorgesetzte und Administration auf dem Laufenden zu halten. Damit diese Reportings entsprechend intern verwaltet werden können, kann der zentrale Admin jetzt noch feingranularer Verwaltungsrollen verteilen. Das hat den Vorteil, dass der Inhalt seiner Reportings dann nur noch von Karl selbst, beispielsweise auch seinem Chef und dem Admin, geändert werden kann, während die Personalabteilung nur eine Vorschaufunktion erhält, um beispielsweise geleistete externe Arbeitsstunden ins System nachzutragen. Somit kann man sich natürlich effizient vor ungewollter oder versehentlicher Änderung der Daten schützen. Da Karl offensichtlich auch häufig mit externen Kunden Kontakt hat, kommt es auch oft vor, dass er Präsentationen mit eben jenen Kunden teilen möchte, ohne dass diese die komplette Datei herunterladen können. Das ist jetzt auch möglich und dementsprechend ein weiterer Schritt, der das sichere Teilen von Daten ermöglicht. Auch für Apple-User haben wir Neuigkeiten und das ist besonders interessant für unseren Vertriebsbeauftragten Karl, der von Unternehmensseite her mit Apple-Produkten ausgestattet ist und beim Kunden oftmals nur mit einem Tablet auftritt. Für ihn ist es daher von großem Nutzen, dass die Synology Drive App nun auch in iOS-Dateien integriert ist. Wie man sieht, neben der DS-File sieht man nun auch Drive als offizielles Speicherziel als auswählbar und natürlich für ihn von besonderem Nutzen, da er ja seine PowerPoint-Präsentation meistens noch auf dem Weg zum Kunden noch ändert und anpasst, freut es ihn, dass er diese Dateien jetzt direkt in der Drive-App abspeichern kann und somit dann auch die volle Funktionsfähigkeit nutzen kann, wie zum Beispiel Teilen und Berechtigungen verteilen. Eines der prägnantesten Features, das mit der Synology Drive 2.0 Beta-Version eingeführt wurde, ist der sogenannte Sync bei Bedarf für Windows 10 Geräte. Diese Funktion wird über den Drive-Client abgebildet und bedarf eines Windows 10 Betriebssystems der Version 18.03 und höher. Wie bereits erwähnt, ist dieses Feature im Moment nur für Windows 10 Geräte verfügbar. Jedoch keine Sorge, unsere Entwicklung ist bereits daran, dieses Feature dann schlussendlich auch für Mac-Clients umzusetzen. Doch worum handelt es sich nun genau bei Sync bei Bedarf? Lassen Sie uns dafür am besten mal von vorne anfangen. Vielen Synology-Usern ist der Drive-Client bestimmt bereits bekannt. Dieser erstellt einen Ordner sowohl auf Ihrem Desktop als auch auf Ihrem NAS innerhalb der Drive-Applikation, in welchem sich dann alle Dateien befinden, die Sie synchron halten wollen. Auf Ihrem Desktop sieht das dann im Prinzip folgendermaßen aus. Der maßgebliche Unterschied zur Vorgängerversion ist diese kleine, aber feine Statusleiste, welche das sogenannte File-Streaming ermöglicht.
File Streaming ist vielen vielleicht ein etwas intuitiver Begriff als Sync bei Bedarf. Im Grunde kann man sich so vorstellen: Wenn Sie zum Beispiel auf Ihrem Handy eine der bekannten Music Streaming Applikationen haben, können Sie dort einzelne Lieder oder gesamte Alben je nach Bedarf herunterladen, sodass diese offline verfügbar sind und sich damit physisch auf Ihrem Handy befinden. Das machen Sie, wenn Sie zum Beispiel wissen, dass Sie in der nächsten Zeit keinen Zugriff zum Internet haben. Und daraus ergibt sich dann der nächste Fall, wenn Sie sagen, okay, ich habe sowieso eine Internet-Flatrate, dann muss ich diese Musikdateien nicht extra herunterladen, sodass diese Platz auf meinem Handy verbrauchen, sondern sage, ich werde das einfach direkt aus der Anbieter-Cloud streamen. Und ganz genauso verhält es sich auch nun mit diesem Feature, nämlich Sync bei Bedarf. Nur dass wir hier nicht nur Musikdateien streamen können, sondern alle erdenklichen Dateien. Das eröffnet natürlich einen komplett neuen Horizont an Anwendungsmöglichkeiten für Firmen. Dank der drei kleinen Symbole auf der Statusleiste haben Sie zu jeder Zeit einen Überblick, wie der Status quo Ihrer Dateien ist. Die kleine blaue Wolke bedeutet in dem Fall, dass die Datei sich nur in der Cloud befindet, eben auf Ihrem NAS und deswegen aber auch keine Speicherkapazität auf Ihrem Endgerät verbraucht. Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte diese Datei bearbeiten oder herunterladen, können Sie doppelklicken auf die Datei, dann wird diese automatisch geöffnet und damit auch heruntergeladen. Dann erscheint dieser grüne Kreis mit dem grünen Haken. Wenn Sie jetzt doch aber sagen, diese Datei ist sehr wichtig, zum Beispiel Ihr Sales Report des letzten Jahres, diese möchte ich permanent eigentlich auf meinem Gerät haben, dann können Sie per Rechtsklick die Datei permanent an Ihr Endgerät pinnen, sodass dieses offline permanent verfügbar ist. Die letzte Funktion, die uns noch fehlt, um mit der CloudStation Suite gleichzuziehen, ist eine integrierte dateibasierte Backup-Funktion, die es im Drive-Client nun gibt. Diese Funktion richtet sich wahrscheinlich vor allem an Endkunden, die ihre wichtigsten Dateien einfach vom Desktop direkt auf das NAS sichern möchten. Und eben mit diesem integrierten Backup-Portal im Drive-Client selber auch wiederherstellen können. Hier kann man auch einen Planungsmodus einstellen. Entweder eine kontinuierliche Datensicherung, heißt, sobald eine Datei geändert wird, kann ich diese direkt absichern, automatisch natürlich. Genauso haben wir eine manuelle Datensicherung und eine geplante Datensicherung, wo ich einfach einen Zeitplan einstellen kann, wann diese automatisierten File-Backups durchgeführt werden sollen. Doch nun genug von der Theorie, lassen Sie uns doch direkt in die Live-Demo springen. Wenn Sie den Synology Drive Client erfolgreich heruntergeladen und installiert haben, wird auf Ihrem Desktop eine Verknüpfung erstellt, sofern Sie das wollen, und der bereits erwähnte Ordner Synology Drive, in welchem sich alle Dateien befinden, die es zu synchronisieren gilt. Aber auch rechts unten in der Taskleiste finden Sie ein kleines Symbol. Wenn Sie darauf doppelklicken, kommen Sie direkt in den Drive Client selbst. Hier werden Sie zu Beginn gefragt, ob Sie eine kleine Tour beginnen wollen. Das können Sie machen. Hier werden alle neuen Features mal kurz vorgestellt. Ist im ersten Schritt mal nicht interessant für uns. Wir wollen uns direkt die Sync-Aufgaben hier anschauen. Wie Sie sehen, habe ich bereits eine Aufgabe mit der DS1517 Plus erstellt, wo wir auch sehen hier, welcher Ordner, wie der Name des Ordners ist, Drive Webinar Test in diesem Fall. Wenn ich hierauf klicke, kann ich auch gleich die Synchronisationsregeln einsehen. Hier sehen wir dann auch direkt, welche Ordner synchronisiert werden sollen. Wir können einen Dateifilter generieren, wo wir sagen, welche Dateitypen nicht synchronisiert werden sollen. Und wir können auch sagen, dass bestimmte Dateien ab einer bestimmten Dateigröße aussortiert und damit nicht synchronisiert werden sollen. Für uns am interessantesten ist natürlich der Synchronisationsmodus. Hier habe ich mal einen Zwei-Wege-Sync eingerichtet. Das bedeutet in einfachen Worten, dass wenn Sie eine Datei auf Ihrem Client ändern, in dem Fall hier auf meinem Windows-PC, dass die Änderung dann auch auf das NAS synchronisiert wird,
Wenn Sie allerdings auf Seiten des NASes die Datei bearbeiten, wird die Änderung auch auf den Client synchronisiert. Also haben wir eine Synchronisierung in beide Richtungen. Ebenso können wir natürlich auch einstellen, dass zum Beispiel nur in eine Richtung synchronisiert wird. Hier haben wir im ersten Schritt die Möglichkeit, dass wir nur Änderungen vom Drive-Server herunterladen. Das heißt, wenn ich auf dem Client die Datei dann weiter verändere, wird diese nicht synchronisiert auf dem Drive-Server. Genauso geht es andersherum. Ich kann sagen, dass Änderungen, die auf dem NAS stattfinden, nicht auf den Client übertragen werden, sondern nur andersherum. Wenn ich mit dem Client eine Datei verändere, wird diese in das NAS übertragen. Jetzt haben wir aber natürlich hier das interessante Feature Synchronisierung bei Bedarf. Das wählen wir mal an und wenden das Ganze an. Dann sollte hier auch ziemlich schnell eine kleine graue Wolke kommen. Da ist sie schon. Und dann können wir natürlich schauen, was können wir da jetzt alles realisieren. Dafür klicken wir mal auf diesen Link, der uns direkt in unseren Drive-Ordner bringt. Hier sieht man dann auch gleich wunderbar die Statusleiste, welche das File-Streaming ermöglicht. Hier haben wir zum Beispiel alle Dateien im Moment physisch auf dem Client, in dem Fall auf unserem Windows-PC. Jetzt kann ich sagen, diese Kundenanfrage in Englisch, diese ist mir nicht ganz so wichtig, auch nicht relevant im Moment, möchte ich nicht physisch auf meinem Client haben. Deswegen klicke ich auf Speicherplatz freigeben und sehe, der Status ändert sich zur blauen Wolke. Dementsprechend befindet sich die Datei nicht mehr physisch auf dem Client, sondern eben nur noch auf dem NAS. Und auf dem Client findet man nur noch einige kleine Metadateien, wie die Dateigröße, der Dateityp und natürlich der Namen, sodass ich diese auch gleich wieder identifizieren kann und im Bedarf auch wieder downloaden kann. Wenn ich jetzt Dateien habe, die ich für sehr wichtig erachte, zum Beispiel meinen Sales Tracker, wenn ich daran denke an unseren Karl, unseren Vertriebsmitarbeiter, für ihn ist diese Datei sehr wichtig. Deswegen sagt er, ich möchte bitte eine lokale Kopie dauerhaft an mein Endgerät anpinnen, dann ändert sich auch hier der Status. Eine weitere sehr benutzerfreundliche Funktion ist das Aufrufen früherer Versionen einer Datei integriert nativ im Drive Client. Dazu schauen wir uns mal folgende Kontaktliste an, wo wir verschiedene Partner gespeichert haben, inklusive Adresse, Telefon und im Normalfall auch E-Mail-Adressen. Diese scheinen hier zu fehlen, deswegen keine Panik, wir schauen einfach mal, vielleicht sind diese noch in einer der früheren Versionen vorhanden. Dazu gehen wir einfach auf frühere Versionen durchsuchen, wählen mal die letzte Datei aus und laden diese probeweise auf unseren Desktop herunter, um dann zu überprüfen, sind die E-Mail-Adressen hier vielleicht noch vorhanden? Ja, sie sind noch vorhanden, super. Das heißt, wir sind hier prima gewappnet gegen versehentliches Löschen von Daten, denn Menschen sind nicht perfekt. Es kann immer mal vorkommen, aber mit diesem Tool sind wir da gewappnet. Hinzu sagen muss man, dass für Synology Office Dateien, wie Sie hier sehen, Docs, Slides und Sheet, gibt es diese Funktion nicht nativ im Drive Client, denn wenn man diese öffnet, wird man automatisch ins Webportal transferiert. Jedoch ist das kein Problem. Im Webportal, zeige ich Ihnen später, haben wir noch schönere Funktionen, um frühere Versionen zu durchsuchen. Ist also definitiv lohnenswert, sich das mal anzuschauen. Sollten Sie vorhaben, mehrere gemeinsame Ordner zu synchronisieren, müssen Sie beachten, dass pro Sync-Aufgabe nur ein gemeinsamer Ordner möglich ist. Bedeutet also, wenn Sie mehrere Ordner synchronisieren wollen, müssten Sie mehrere Sync-Aufgaben erstellen. Kommen wir nun zum Erstellen einer Backup-Aufgabe. Das verhält sich ähnlich wie das Erstellen einer Sync-Aufgabe, nämlich hier im Drive-Client. Wir sehen, es wurde bereits eine Aufgabe erstellt. Dann können wir mal in die Einstellungen reinschauen. Hier kann man auswählen, welche Ordner gesichert werden sollen. In dem Fall ist das ein Ordner auf dem Desktop, nämlich der Ordner Files.
Wir können dann auswählen, welche Datensicherung, welche Art der Datensicherung gewählt werden soll. Wir können eine Datensicherung planen. Da können wir zum Beispiel sagen, jeden Tag, wenn ich das Office verlasse, sagen wir beispielsweise um 18 Uhr, soll bitte einmal automatisch ein Backup gestartet werden und danach automatisch, wenn das Backup fertig ist, soll alles wieder heruntergefahren werden. Natürlich kann ich auch sagen, ich habe nicht jeden Tag einen geplanten Ablauf, sondern möchte einfach manuell die Datensicherung durchführen. Wenn ich mal später fertig werde, erst um 7 Uhr abends, dann kann ich hier manuell auf Jetzt sichern klicken. Oder ich sage, ich mache mir da gar keinen Kopf, ich möchte eine kontinuierliche Datensicherung. Dann kann ich dies natürlich auch auswählen. Das bedeutet im Prinzip, sobald eine Datei verändert wird, wird diese sofort gesichert auf das NAS. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer kontinuierlichen Datensicherung und einem Einwegsync? Auf den ersten Blick wirkt das ja erstmal ähnlich. Jedoch hat man hier kleine, aber sehr feine Unterschiede. Bei einem Einwegsync ist es so, dass die Dateiversionen auf beiden Seiten, sprich sowohl auf NAS-Server-Seite als auch auf Client-Seite überprüft werden und sollten hier Veränderungen oder Unterschiede vorhanden sein, werden diese synchronisiert. Bezüglich Versionierung gilt hier die gleiche Regelung wie bei der Synchronisierung. Sie haben bis zu 32 Versionen, können entweder die chronologische Versionierung auswählen oder das IntelliVersioning. Bitte beachten Sie, dass hierbei der Unterschied zur Synchronisierung ist, dass Sie die Versionierungseinstellungen in der Drive Admin Konsole im Disk Station Manager vornehmen müssen und nicht im Drive Client selbst, wie es bei der Synchronisierung ist. Bei einem Backup handelt es sich mehr um einen lokalen Prozess. Der Client merkt, hoppla, es wurde hier eine Datei verändert und erstellt dann eine neue Backup-Version, die auf das NAS transferiert wird, ohne jedoch die letzte Version auf dem NAS zu überprüfen. Zusätzlich muss bei einem Einwegsync nicht zwingendermaßen Exklusivität zwischen einem Client und dem NAS bestehen, sondern man kann ja auch eine Synchronisierungsaufgabe zwischen einem NAS und mehreren Clients einstellen. Bei einer Backup-Aufgabe ist dies natürlich anders. Hier haben wir immer eine exklusive Kommunikation zwischen einem Client und dem NAS. Bitte beachten Sie hierbei, dass Sie denselben Ordner nicht gleichzeitig synchronisieren und backuppen können. Es ist immer nur eines der beiden möglich. Genau aus diesem Grund haben wir auf unserem Desktop einen Ordner, welcher synchronisiert wird, und einen Ordner, in welchem sich Dateien befinden, die gebackupt werden sollen. Wie bereits angekündigt, möchte ich noch einige nützliche Features in unserem Webportal zeigen. Dazu gehen wir einfach in die Drive-Applikation. Wie Sie sehen, habe ich hier einige Synology Office-Dateien erstellt. Denken wir mal zurück an unseren Vertriebsbeauftragten Karl. Er hat sich hier eine Umsatzübersicht erstellen lassen mit Synology-Tabellenkalkulation. Und lässt sich hier ganz überschaulich die verschiedenen Produkte anzeigen mit den Stückzahlen, mit den Preisen und dem Gesamtumsatz. Jetzt merkt er hier, dass die DS218 Plus, die eigentlich sehr hoch angesiedelt ist und damit auch preislich etwas höher liegt, die schwächsten Umsatzzahlen hat, trotz sehr hohen verkauften Stückzahlen. Da muss ich einen Fehler eingeschlichen haben. 102 Euro ist definitiv nicht der Preis für die 218 Plus. Genauso sieht er bei der DS119J, dass diese zu teuer angeboten wird. Für ihn ein Indiz, dass sich hier ein Zahlendreher eingeschlichen hat, aber kein Problem. Wir schauen mal in die Versionierung. Wie Sie hier sehen, die aktuelle Version ist wohl eine falsche Version. Wie Sie sehen, kann man Versionen auch benennen. Ich habe sie jetzt mal in diesem Fall die falsche Version benannt. Und jetzt könnten wir zurückspringen zu der korrekten Version.
Hier sieht man auch direkt, die Umsatzzahlen haben sich geändert. Der Preis ist wieder der richtige für beide Modelle. Und jetzt könnten wir einfach sagen, wenn ich beide Versionen erstmal behalten will, möchte ich eine Kopie machen. Oder ich sage direkt, das ist die richtige, bitte direkt wiederherstellen. Dann wird diese wiederhergestellt. Und ich sehe dann auch wieder, wenn ich diese schließe und hier aktualisiere, werde ich hier dann auch die aktuelle Version sehen mit den stimmigen Zahlen und habe im Endeffekt so ein Tool, wie ich ganz übersichtlich, ganz einfach aktuelle und vergangene Versionen einsehen kann und diese wiederherstellen kann und mich damit effektiv schütze vor, ich sag's mal, Datenunfällen, also unbeabsichtigten Veränderungen von Daten, indem ich einfach alte Versionen wiederherstelle. Des Weiteren hat Karl eine Synology Office Präsentationsdatei erstellt. Eine Präsentation, die er bei seinem Kunden gehalten hat. Und diese Präsentation möchte er nun mit eben jenem Kunden teilen. Aber er möchte natürlich die entsprechenden Rechte auch vergeben. In dem Fall erstellt er einen Link und kann hier einstellen, welche Rechte der Kunde haben kann. Wenn wir ihn nur kommentieren oder nur ansehen lassen wollen, haben wir zusätzlich die Option zu verbieten oder zu erlauben, dass dieser eine Kopie erstellen kann oder die Datei downloaden kann. In dem Fall geben wir ihm mal die Editierfunktion, haben hier ein Passwort eingestellt, damit der Link geschützt ist und ein Auslaufdatum, was der nächste Tag ist. Das heißt, der Link funktioniert dann auch nicht mehr. Und jetzt kopieren wir mal diesen Link und machen ein privates Fenster auf, um zu simulieren, wie das dann beim Endkunden aussieht. Dieser gelangt dann auf diese Datei mit dem Link, musste das Passwort eingeben und landet nun direkt auf der Datei. Jetzt sieht er hier, okay, ganz schön, ich habe hier allerdings noch eine Anbesserung. Bitte auch die DS419 Slim mit einfügen und kann hier einen Kommentar hinterlassen. Und um das Ganze nochmal ansichtlicher darzustellen, möchte ich auch noch ein Bild einfügen, eben von der DS419 Slim, und sehe, die wird hier sofort eingefügt, kann ich hier noch zum Nachdruck mit einfügen. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze dann bei unserem Karl aussieht. Wie gesagt, es ist eine absolute Live-Kollaboration, das heißt, wir sehen direkt live in Echtzeit, was hier gemacht wurde und von wem es gemacht wurde, und sehen hier auch sofort den Kommentar. Für Karl eine super Option, wirklich eng mit seinen Kunden auch zusammenzuarbeiten, und natürlich ein Tool für interne Zusammenarbeit mit verschiedenen Kollegen. Wir bei Synology zum Beispiel arbeiten mit einem Projektsheet, wo jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit seine Projekte eintragen kann und jeder andere dann auch sieht, wer was wann wo gearbeitet hat und bearbeitet hat. Und dafür haben wir natürlich dann dieses Office-Programm, was eben jene Möglichkeiten bietet.